So Leute, auch für euch hier aus Stuttgart. Heute war echt ein wunderschöner Tag, Leute. Heute war wirklich, ich hoffe, ihr habt es echt genossen, wenn ihr in Stuttgart gewesen seid oder in der Umgebung. Hier hat es richtig wunderschönes Wetter gehabt. Bars hatten auch wieder geöffnet, hier teilweise ein bisschen Erholung aus der ganzen Corona-Krise. Aber jetzt zum Thema hier, Leute. Eau fraîche. Das ist der Sommerduft, ja, der bringt dich zurück in den Sommer oder den wirst du im Sommer tragen wollen. Eau fraîche von Versace, das ist großes Zeugs, Leute. Das ist cremig, das ist frisch, zitrisch, ja. Das ist wirklich Weltklasse, was hier Versace auf jeden Fall hier rausgebracht hat mit Eau fraîche. Und wir kennen ja Versace aus The Dreamer, Dylan Blue, Eros, die machen so viel, so top. Top-Düfte, aber der hier haben die wirklich aufs Schwarze getroffen, was den Sommer angeht. Auch fresh, Leute, das müsst ihr unbedingt testen. Geiles Zeugs, unbedingt. Zeigt's euch mal, die Silage hier ist so bei 7 und die Haltbarkeit ist auch so circa bei 7. Okay, also von dem her macht eine gute Performance. Ja. Haltbarkeit so 2 bis 3 Stunden und danach kann man gern wieder nachsprühen, wie so Frühlingsdüfte sind auch, ich hoffe bei dem hier ein bisschen mit der Haltbarkeit nicht so extrem lange. Mach mal einen Sprüher, dass ihr das seht, ja, und dann, boah, Leute, das müsst ihr testen, Leute. Leute, das ist wirklich Top-Duft. Versace Eau fraîche, Leute, ich wünsche euch alles Gute, wir sehen uns demnächst, viel Spaß euch. Ciao belli.